Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Halbsextil, Saturn, Neptun. Saturn, Neptun, Halbsextil haben wir besprochen, da geht es halt um politische Veränderungen, um Reformen, um sozusagen die Auflösung von Strukturen, ja, und sozusagen die Neugeburt von anderen Strukturen. Und das Halbsextil ist im Prinzip ein sehr interessanter Aspekt, weil es ist das Zwölftel von 360 Grad. Also das heißt, ist für mich irgendwie die Grundlage, die Basis, das eigentlich das Astrologischste oder der Astrologischste aller Aspekte. Weil hier haben wir eben diese Halbsextile, aber wie gesagt, von besonderer Bedeutung sind dann eben die Halbsextile Nummer 12 und Nummer 1. Also das heißt, wenn es zu Ende geht und wenn es wieder beginnt. Und hier sehen wir, das letzte Halbsextil, also das letzte Zwölftel ist hier absolviert. Hier haben wir dann halt das Sextil, das Quadrat. Letztendlich sind das alles Halbsextil-Schritte, das Quinkungs, Trigon, alles Halbsextil-Schritte, ganz spannend. Und hier haben wir das letzte Zwölftel und da steht logischerweise für die Fische-Energie und auch hier wieder die Auflösung. Man kann natürlich diesen Aspekt auch anders interpretieren. Man kann zum Beispiel auch sagen, Herrscher von 3 in 4, wenn das jetzt die Medien sind, dann würde das bedeuten, dass hier eben eine starke oder eine sehr, wie sagt man, harte Beeinflussung der Menschen stattfindet. Aber das sind alles so schwammige Interpretationen. Für mich ist es einfach, dass Wirtschaft, Handel und Industrie verzweifelt, hartnäckig Saturn versucht, im eigenen Land Fuß zu fassen. Wir haben hier die Verbindung zwischen Saturn, Neptun und Mars. Also wir haben sozusagen drei Energien beteiligt und das steht dann natürlich für Energiemangel, schwache Zeugungskraft, Tatenlosigkeit. Tatenlosigkeit durch seelisches Bedrücktsein oder durch Krankheit. Und wir sehen auch, dass generell die Konjunktion zwischen Mars und Neptun, aber auch nur Mars in den Fischen schon einmal eine schwierige Position ist, weil der Umsetzungswille, die Tatkraft, das alles leidet jetzt ein wenig. Und hier haben wir natürlich jetzt Schwierigkeiten bei allen Projekten in der Umsetzung, ist ja logisch, weil die Marskraft in den Fischen halt sehr geschwächt ist. Wer ist der Mars, der hier der dritte im Bunde ist? Weil wir haben hier Wirtschaft, Handel, Industrie, wir haben hier sozusagen das Wachstum, den Wohlstand, das Zusammenleben. Ja? Also Wohlstand hat starke Auswirkungen auf die Bevölkerung, ja? Starke Auswirkungen, das heißt der Verlust des Wohlstandes, aber das hatten wir schon so oft, dieses Thema. Und dann haben wir den Mars eben als Herrscher des sechsten Hauses, das heißt steht für Krankheit oder generell nur für krank. Das heißt, wir sehen auch hier noch einmal die Betonung Wachstum, ein krankes Wachstum und wir sehen auch Mars als Herrscher des Aszendenten. Das heißt, das kranke Wachstum betrifft jetzt das gesamte Land und es hängt hier sehr stark zusammen mit der Wirtschaft. Ja. Wirtschaft muss sich sozusagen neu erfinden. Das Halbsextil zeigt uns auch eben Überlebenskampf. Hier geht es auch um grundlegende Fragen des Überlebens. Und du weißt ja, immer wenn Probleme kommen, dann zieht sich alles auf die Familie, auf das eigene Territorium, auf das eigene Revier zurück. Und das ist immer, wie man dann sagt, immer back to the roots. Und wenn Schwierigkeiten sind, und die haben wir jetzt, zieht sich hier offensichtlich wieder alles zurück in unsere Heimat. Das heißt, man besinnt sich der eigenen Ressourcen, der eigenen Werte. Und ja, natürlich haben hier sehr, sehr viele Interessen, sehr viele Investoreninteressen. Formulieren wir es mal so, waren hier sehr viele Investoreninteressen, die sozusagen uns voneinander getrennt haben. Also das heißt, dass man Regionen auf der gesamten Erde voneinander abgespalten hat und der Albtraum waren natürlich große überlebensfähige Staaten, die nichts von anderen Ländern gebraucht haben. Ja? Also das heißt, autarke Länder waren immer ein großer Dorn im Auge und man hat es verstanden, die Dinge clever zu organisieren. Wir sehen hier den Jupiter als Herrscher des zweiten Hauses Finanzen, Geld, der Euro im fünften Haus. Allerdings bildet er ein Halbquadrat, 45 Grad Aspekt zu Uranus, der Herrscher des vierten Hauses im siebten Haus ist. Das heißt, die Bevölkerung ist sehr nervös, ist sehr
wütend, aber es wird auch sehr heftig miteinander kommuniziert. Und Spitze viertes Haus im Wassermann hat für mich auch immer den Beigeschmack von Gruppenbildungen. Dass es für die Bevölkerung schwer ist, sehen wir Saturn im vierten Haus natürlich auch sehr leicht abzulesen. Wir haben hier Uranus im Halbquadrat zu Jupiter, das heißt, das Halbquadrat steht immer für große Spannungen, für Konflikte. Man ist sozusagen herausgefordert, Probleme zu lösen. Und natürlich haben wir es hier auch mit Gereiztheit und großer Frustration. Jupiter ist das Geld, Uranus ist die Bevölkerung. Das heißt, hier sehen wir offensichtlich große Geldnöte der Bevölkerung auch leicht zu erklären. Und hier fünftes Haus, um sich den Lebensumstand zu erklären. Lebensumstand ist was anderes, um sich den Lebensstandard, das Leben leisten zu können, haben hier schon Menschen große Probleme, können wir aus der Besetzung Herrscher von 2 in 5 herauslesen, weil fünftes Haus steht eben für den Lebensalltag, für den Lebensstandard, für den Wohlstand und zweites Haus eben für das Geld. Also das heißt, die Euronen werden knapp. Ja, was sehen wir noch? Wir sehen die Venus als Herrscherin des 7. und des 12. Hauses an der Spitze des 6. Hauses. Naja, was könnte das sein? Dass das Herrscher von 12 in 6, dass die Lügen krank werden? Naja, könnte sein, ja. Könnte sein, dass hier sozusagen bei den Lügen mit dem ewigen Betrug etwas geschieht. Wäre schon mal höchst an der Zeit. Spitze 7. Haus wären Verträge, Abmachungen mit anderen Ländern, das gibt dem Ganzen natürlich einen ganz anderen Beigeschmack. Das heißt, wir sehen hier, dass Lügenverträge, ja, die Lüge, Betrugsverträge zu Ende gehen. Das heißt, die haben Schwierigkeiten hier. Die Lügnerei im Eck tut mir persönlich wirklich sehr leid, dass ihnen das Lügen nicht mehr gelingt, aber woran lügt es? Ja? Wir wissen es nicht. Ja? Es ist sehr, sehr spannend, eine unheimliche starke Besetzung. Das Lügen geht auch nicht mehr. Man könnte fast Mitleid kriegen mit unseren Haarschalen. Naja, und die Haarschalen, wo sind sie denn? Sonne, Herrscher des 10. Hauses, ja? Und Herrscher von 10 im 7. Haus, im Quadrat zu Saturn, auf Alkohol, haben wir vorhin gezeigt, ja, auf Alkohol. Und das könnte natürlich dann schon eine sehr starke Aussage sein, denn Vivian Robson, ich zeige euch da nur ein klein wenig, weil alles ist ja, darf ich gar nicht zeigen, ja. Hier steht with sun, also mit der Sonne, ich halte das runter. Violent death or extreme sickness, das reicht uns schon einmal, weil mehr möchte ich da nicht zeigen, weil sonst geht es auch mir an den Kragen, ja. Also violent death, was könnte das nur bedeuten? Also das heißt, die Dankbarkeitsbekundungen aus dem Bereich der Bevölkerung, sehen wir Saturn im vierten Haus stehend, wirkt auf die Sonne in der Öffentlichkeit, also das heißt, es ist jetzt für alle sichtbar und Alkohol wird natürlich hier auch was aufzeigen, das Böse, ja, das Böse im Zusammenhang mit unseren Staatsepaten. Also das könnte mal eine sehr spannende Entwicklung werden. Was ebenso spannend ist, ist der rückläufige Merkur an der Spitze des 8. Hauses und auch der Herrscher des 11. Hauses. Herrscher von 8 in 8, naja, ist einmal eine starke Besetzung, also das heißt, hier würde ich sagen, weil es Merkur ist, weil er rückläufig ist, das heißt, es kommen jetzt sehr, sehr viele Informationen beim Nachdenken. Wir haben ja auch bei der neuen Zahlenreihe die 9 als letzte Zahl. Ja? Das heißt, beim Nachdenken kommen sehr interessante Ergebnisse zutage und auch die zweite Aussage, Herrscher von 11 und 8, dasselbe. Das heißt, internationale Verbindungen, alliierte Staaten, verbündete Staaten, funktioniert nicht mehr. Also der Kontakt zu diesen Staaten geht zu Ende und wir sehen auch hier Spitze 11. Haus auf Schützegraden, 20 Grad 21. Große Nervosität und natürlich auch viel Idealismus. Ja? Viel Idealismus, sagen wir es mal so, große Hoffnungen, die sich als irreal erweisen, weil wir haben hier eine starke Spannung zwischen Jungfrau und Schütze. Das würde bedeuten, entweder die Expansion im Kleinen oder die Kleinlichkeit im Großen, je nachdem, wie man es möchte. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier große Probleme mit Verbündeten und Alliierten und es kann auch sein, dass sich hier gewisse Gruppierungen im eigenen Land auflösen. Ja. Die anderen Interpretationsmöglichkeiten will ich gar nicht erwähnen, weil ich möchte kein negatives Bewusstseinsfeld mehr schaffen. Wir sehen das alles nur noch positiv.
Du weißt, wir haben Erfolg. Ja, also wir schaffen das. Ja, wir werden dich auch noch schaffen. Und wir haben hier Spitze 9. Haus im Krebs, Herrscher von 9 in 2. Ja, ja, alle, die sich so unter dem großen Pharaonenschutzschirm glauben, die werden merken, dass dieser Schutzschirm durchaus Löcher hat. Ja, Löcher, wo faustgroße Steine oder andere Objekte durchaus auch durchpassen können. Herrscher von 9 in 2, der Mond, steht für mich eindeutig für den üblichen ewigen Versuch aus dem fernen Ausland Einfluss auf unsere Währung zu nehmen, und wir haben aber hier auch den Mond auf Skorpiongraden, 17 Grad 58, also das ist doch schon mal eine sehr markante Stellung. Und auf Schützen, also im Schützen steht er natürlich für Idealismus und Hoffnung, aber die Tatsache, dass es der Mond ist, steht auch für die Gezeiten, das ewige Auf und Ab. Zu den Gezeiten möchte ich noch mal kurz daran erinnern, wir haben einen Schwesterkanal, das ist Tageshoroskop Nummer 2, und der Chris überrascht uns hier mit einem sehr interessanten, mit einem spannenden Video, also wo sozusagen der Mond extrem schnell rauschen sollte. Ich weiß nicht, ob das Realität ist oder nicht, aber bitte anschauen unbedingt. Das heißt, Mond am Nordpol wirft natürlich mehr Fragen als Antworten auf. Ich weiß es nicht, ich kenne mich da auch schon bald nicht mehr aus, aber 30 Sekunden, dass der Mond auf und ab geht, hältst du das für möglich? Ich weiß nicht. Also ich habe da meine berechtigten Bedenken. Gut, ich würde sagen, im Ganzen und Großen haben wir hier dieses Horoskop durchgenommen. Sehr spannend, aber viele Aussagen kennen wir schon, weil die so oft vorgekommen sind, eben hier über dieses Halbsextil. Nur eine Bestätigung, dass hier eben große Auflösungserscheinungen sind und auch neue Anpassungen vonnöten sind. Ja, ich würde sagen, gleiten wir in den vierten und für heute letzten Teil, und bis gleich, Ende.